Hallo Leute! Willkommen zuletzt bei South Park, die rektakuläre Zerreißprobe. Im letzten Part ist ein Furz von uns schief gegangen, wir sind deswegen in die Zukunft gereist und sind beim Fest der Liebe wieder rausgekommen. Man merkt es definitiv hier, dass wir hier am Fest der Liebe sind. Ja, man sieht es, wie sie ihm unbedingt das Geschenk geben will. Und hier, sie ist auch so verliebt in alle, dass sie gleich rumrennt. Also sie ist glücklich. Die beiden sind so glücklich. Sie will ihm unbedingt ein Geschenk geben und er will aber auch unbedingt ihr ein Geschenk geben. Es ist schließlich das Fest der Liebe und alle wollen Liebe geben. Es ist, siehst du, auch er gibt die wundervolle Liebe an sein Auto über. Es ist einfach, was zum Kuckuck. Es ist einfach schön, wie sie alle verliebt sind. Hi. Hey, weg da, Kinder. Wir haben viele Abtreibungen heute. Es ist Weihnachten. Wir brauchen dringend einen Arzt für seinen Arsch. Lass mich raten, weil sein Arsch ein Loch hat. Nein, bitte, Sie müssen uns zuhören. Das hier sollte alles gar nicht passieren. Wir müssen ihn aufhalten. Und wir wissen wie. Mitch Connor? Der Wichser ist daran schuld, dass diese Stadt heute so ein Drecksloch ist. Wir können das wieder ändern. Bitte, untersuchen Sie nur seinen Arsch. Ja, er ist tatsächlich gerissen. Können Sie es flicken? Ich habe ihn geschient und den Schließmuskel mit einer kleinen Schlinge entlastet. Versuch's, Neuer. Bring uns zurück. Okay. Du kriegst das hin! Heilige Scheiße! Wohin hat mich mein Arsch jetzt ge... Das war ein bisschen weit zurück. Schätzchen, deine Freunde sind hier und sie wollen mit dir spielen. Wir sollten froh sein, dass er hier schon so schnell Freunde gefunden hat. Wir sind hier untergetaucht. Da machen neue Freunde nur Probleme. Du bist ja paranoid. Hör auf mit dem Scheißzeug. Es verändert dich. Oh, dieses Scheißzeug ist aber das Einzige, was das unerträgliche Scheißdasein mit dir erträglich macht. Oh, hallo mein Schatz. Ich hab dich gar nicht gesehen. Deine Freunde sind unten, Spätzchen. Los, geh spielen. Ja. Okay. Hol dich selbst ein. Okay. Wir müssen uns selbst... Die Heiden versuchen, Castel Cooper einzunehmen. Du musst kämpfen, Herr. Wir brauchen dich. Wer ist das? Hey, wir spielen hier nicht Superhelden, Hirni. Jetzt komm schon. Nein, nein, wir spielen nicht Superhelden. Gib ihnen saures, König. Aus dem Weg, Leute. Wir müssen Cartman aufhalten, bevor er alles lostritt. Was wollt ihr denn? Wir spielen schon seit Tagen nicht mehr Superhelden. Ja, haut ab, ihr Blödjade. Kein Scheiß, ich bin's, Crash. Fick dich, ich bin Craig. Dafür ist keine Zeit. Aus dem Weg, wir müssen zu Cartman. Dann müsst ihr erst an uns vorbei und unserem König. Verdammt! Jetzt müssen wir gegen uns selbst kämpfen. König kommt hier nicht vorbei. Das glaubt auch nur ihr Penner. Okay. Wie seid ihr überhaupt hier gelandet? Es tut mir leid. Mit der Macht meines Arschlochs. So, dann verkloppen wir uns einfach mal selber, so wie es sein muss. Ist es nicht schön, sich selbst zusammenzuschlagen? Ihr habt keine Chance, Superhelden sind sowas von letzter Sommer. Was? Wann war denn ein Fantasy-Franchise zuletzt Nummer 1 in den Kinocharts? So, mal kurz einfrieren, das tut ganz gut. Wir müssen den König schützen. Sehr schön. Oh, Scheibenkleister, komm zurück, König! Ach komm schon! Der Krieger wird mit diesen Spinnern fertig! Besiege den Kriegerkleid! Okay. Für den König! Für den König! Heil dem König! Alter, Fluch der Karibik-Musik hier! Ich mit dir auf! Ich! Kannst auf mich zählen! Diese Affen haben keine Chance gegen unsere Technologie! Zeig ihnen, was du drauf hast! Okay. Will ich hier einfach beide jetzt lieber zum Bluten bringen? Ja, ich glaube schon. Yeah! Sehr gut. Es ist schön, wenn alle bluten. Macht euch bereit für mein nervtötendes Summen!
Wunderbar, alle angewidert. Sehr schön. Meine Batterien sind fast leer. Wir müssen uns bald besiegen. Okay, Tupperdose ist dran. Und Tupper-Tornado. Ja, tschüss. Yeah. Okay, Toolshed. Ah, so kann ich beide treffen. Sehr schön. Doppelschraube. Sehr schön. Okay, das machen wir so, weil dann kann ich nämlich beiden Schaden zufügen und da bist du Blutpunkt. Hörst du auf? Aus! Ich weiß nicht, ich hab's ja schon. Ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, aber ich mag die Musik. Und es ist ja eigentlich so eine Fluch der Karibik-Musik. Ich mag die Musik sehr, Fluch der Karibik aber nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Fan von Fluch der Karibik. Es sind einfach nicht meine Filme. Zeit für die Chopper-Party. Der erste ist noch okay. Muss ich sagen, der ist noch okay, den kann man noch anschauen. Ab dann werden sie scheiße. Aber wirklich, jetzt ja, werden Schurken genagelt. Wirklich scheiße, also. Gar nicht mehr meins. Aber ist halt Geschmackssache. Clyde lebt immer noch, verdammt. Aber nicht mehr lange. Erstmal ein bisschen kotzen, ein bisschen bluten, schön. Und dann beenden wir das Ganze mal. Und tschüss. Das ist eine Aufgabe für den listigen Schurken des Königs. Allein wirst du nicht lange gegen uns alle durchhalten, Vergangenheit. Du bist töricht, wenn du das glaubst, Craig. Bunchen no Jutsu. Oh nein. Ist das dein Ernst? Das ist so lame. Na, dann muss ich wohl gegen das Arschloch ran. Besiege den Dieb, Craig. Ich helf dir, Craig. Okay, ich bin dann das dritte Rad. Also los. Ich will nicht, dass ihr angreift. Bin ich nicht mit einverstanden. So, und noch einer kommt. Yeah. Was hast du mit denen gemacht, Courage? Ich hab sie mal kurz umgenietet. Wenn ich mich also selbst vermöble, wird das alles hier nie passieren? Boy. So. Sehr schön. Ah, es sind alle da. Zweimal sogar. Das sind definitiv zu viele von uns. Dann würde ich mal sagen, zack. Den frieren wir mal ein. So. Super Klimasteuerung. Beeilen wir uns. Okay, was machst du? Ja gut, dann greifen wir einfach mal so an, würde ich jetzt mal meinen. Wie ein Blitz. Jo. Oh, welchen Saft trinkst du? Den will ich auch. Sorry, Captain Diabetes, streng geheim. Sehr schön. Ich verlasse mich auf dich. Und das reicht sogar schon, um ihn umzubringen. Und tschüss. Wie packen wir easy? Oh, scheiße. Tapfer gekämpft, Kamerad. Ich werde dich rächen. Wachen des dunklen Hofes, helft mir, diese Arschlöcher zu besiegen. Alter, wie wird gegen alle kämpfen müssen? Ja, für den König! Du bist ein starker Gegner, vergangenes Ich, aber du wirst fallen! Selbst mit deinen Wachen schaffst du uns nicht. Wow, Vergangenheits-Kyle hat so ein cooles Kostüm. Was ist passiert? Hey! Den Hochjuden-Elf! Los geht's, Neuer! Alter, den Hochjuden-Elf. Dann würde ich mal sagen... Machen wir erstmal den hier hinten zu Eis. Weil der wollte angreifen und das will ich nicht, dass der angreift. Das haben sie verdient! Okay. Wenn wir unsere
früheren Ichs besiegen, verändern wir dann die Zukunft? Vielleicht erzeugen wir eine neue Timeline. Und wumms! So, Mysterion, wie machen wir das? Du kannst beide angreifen. Und zwar hiermit. Keine Gnade. Yeah! Wo hast du diesen Geil. Krieg gelernt? Das macht doch ordentlich Schaden, würde ich jetzt mal meinen. Die Foren feuern dich bestimmt gerade an, Callgirls. Und somit wäre Kyle schon tot, okay. Ich finde das Signal. Oh Mann, das war super cool. Verzeih, mein König, ich habe versagt. Oh Mann, das packe ich schon. Nein. Wir kämpfen an deiner Seite, mein Herr. Oh, hey. Ah. Wir sind zurück. Knie nieder vor dem König. Ja, der König darf nämlich, muss jetzt noch aussetzen. Der ist ja noch vereist, zum Glück. Zum Glück wirkt es noch, das ist voll gut. Vorwärts, König! Was? Es wirkt doch nicht mehr! Verdammt! Au! Wow! Das war Schaden! Hau rein, Neuer! Ich würde mal sagen, erstmal hier ordentlich Schaden machen. Oder... Ich glaube, es ist mir sogar lieber, wenn ich die zum Bluten bringe. So. Oder so. Es ist mir so, glaube ich, echt lieber. Den Finisher hebe ich mir für wen anders auf. Ist das echt ein ganzes Kostüm, Super Crate? Wir hatten für dieses Spiel viel weniger so. Zeit. Ich bin dran. Ja, leider. Ja, ja. Okay, Mosquito ist jetzt Schwäche. Dran. Gleich kommt der Schwarm. Ja, ich würde mal sagen, das gefällt mir. Weil es macht halt doch Anwiderungsschaden. Und so bin ich jetzt die ganzen Lakaien von Craig wieder los. So. So gefällt mir das besser. Okay. Zur Abwechslung bin ich mal nicht derjenige, den machen wir es so? So? Ja, machen wir so. Weil so fühlt es beiden Schaden zu. Yeah. Wir besiegen unseren König nicht. Okay. Hör auf. Nein, nicht Mysterion. Dämonenkinder wachsen doch nicht auf Bäumen. Ich brauche Mysterion doch. Och, und der kann heilen. Schützen. Ich bin mehr Heiler als Kämpfer, Leute. Obwohl ich beides kann. Mikroaggression. Schlag ihn. Was ist da eine Mikroaggression? Was ist der Gnädige? Fühlt sich gar nicht gnädig. Ach, jetzt macht der Mosquito auch noch down. Freedom Pal außer Gefecht. Verdammt, die sind echt stark. Das packst du schon. So, ich glaube, ich mache mal lieber so. Oder will ich ihn einfrieren? Der ist jetzt als nächstes dran. So, ich glaube, ich friere erstmal Craig ein. Dass der jetzt nicht auf irgendwelche dummen Gedanken kommt. Scheiße. Okay, ultimative Kraft ist wieder bereit. So, und du sollst nicht angreifen. Nehmen wir für den König, um denen ordentlich Schaden zuzufügen. Ach, es gibt schlimmere Gerüche. So, okay, wie mache ich das jetzt? Soll ich Kenny da jetzt wieder ins Leben zurückholen? Ich glaube schon, ja. Okay, holen wir den mal wieder ins Leben zurück.
Mit Titten. Gut. Verdammt! Aha, roter Arsch sieht tot aus. Na, das ist das Problem. Alter, ich gehe hier gerade volle Kanne unter. Lass unseren Freund in Ruhe, du Fiesling. Haben sie uns dann doch überredet, Superhelden zu spielen, ha? Ja, und das haben wir jetzt davon. Lang lebe der König! Ja, lang lebe der König, ich bin down. Du bist tot. Ja? Saures, König. Ja? Ja? Ich muss da ein bisschen anders rangehen. Aus dem Weg, Leute! Wir müssen Cartman aufhalten, bevor er alle... Okay. An unserem König kommt ihr nicht vorbei! Das glaubt auch nur ihr, ihr Penner! Wie seid ihr überhaupt hier gelandet? Das sieht mir... Ja, ich will nicht, dass der... Ich mach's aber so, weil das kostet mich weniger Züge. Ja. Einmal aussetzen, bitte. Okay. Ihr habt keine Chance, Superhelden. Wumms. Ich zerschmettere sie für dich, König. Okay. Diesmal... Irrkreis für alle. Das schaffen wir schon, das schaffen wir schon. Chica in Fett. Wumms. Wir müssen den König schützen. Oh, Scheibenkleister, komm zurück, König. Okay, jetzt kommt der wieder. Der König, stärkster Krieger, wird mit diesen Spinnern fertig. Besiege den Kriegerkleid. Alter, das ist echt ein heftiger Kampf. König! Das ist... Ich nehm's mit dir auf! Ich. Echt nicht was ganz so einfach. Diese Affen haben keine Chance gegen unsere Technologie. Ja, Schilde. Du bist dran, Neuer! Also, erstmal machen wir dich zu Eis. So. Jetzt greifen die halt wieder an. Die machen aber auch Schaden. Moskito. Will ich jetzt hier Anwiderung machen oder? Ich mache lieber, glaube ich, den down. So. Meine Batterien sind fast leer. Wir müssen uns bald besiegen. Tupperdose, du heilst? Aber gescheit, so. Und zwar ihn. Ist, wenn du leben willst. Okay, erstmal wieder ein bisschen Heilung. Hier, Heilung für dich. Sehr gut. Auf sie! Kann ich... So. Ja, so mache ich gleich ein bisschen Schaden. Ist, glaube ich, ganz gut so. Yeah! Okay, der ist eingefroren. Das ist sehr schön. Ah, das ist super, dass ich jetzt dran bin. Weil, deswegen. Allen Schaden zufügen und auch noch Blutung. Geil. So, dich lasse ich nicht angreifen. Einfach den Zug überspringen. Gott sei Dank. Okay, die machen schon wieder so wahnsinnig viel Schaden. Meine Sektglasse startet klar. So, Moskito, ja, das bringt einiges, wenn ich das mache. Zwei Kameraden sind down und Clyde kriegt auch noch gut Schaden und ist angewidert. Angriffsmanöver eingeleitet. Du kannst nichts machen. Mein Werkzeug ist bereit. Soweit. Doch, du kannst so viel so weit angreifen, aber ehrlich gesagt ist es mir dann erstmal lieber, wenn ich hier Heilung mache. Okay. So. Los geht's, Neuer! Ah, ich kann dich einfrieren, das ist sehr gut. Was ich nicht brauche, weil ich kann dich auch einfach umnocken. Okay, der wird down.
Okay, okay, okay. Das ist eine Aufgabe für den listigen Schurken des Königs. Allein wirst du nicht lange gegen uns alle durchhalten, Vergangenheit. Du bist töricht, wenn du das glaubst, Craig. Bunchen no Jutsu. Ist das dein Ernst? Das ist so lame. Ach, dann muss ich wohl gegen das Arschloch an. Siege den Dieb, Craig. Ich helf dir, Craig. Okay, ich bin dann das dritte Rad. Ich bin dran. Hey, lass ihn in Ruhe! Keine Panik, Tweak! Hey, der Stab der Wahrheit ist übrigens nur ein kleiner Stab. Nimm das zurück! Du bist nur sauer, weil es stimmt. Mein Controller hat sie wieder verbunden. Okay, jetzt lädt er wieder. Warum auch immer der vorher nicht geladen hat. Ich habe keine Ahnung. Er war die ganze Zeit jetzt angesteckt. Egal. Was machen wir denn jetzt? Wie weit aus der Zukunft kommt ihr? Oh, viele, viele Tage. Machen wir erstmal so. Wieder Bombs, weil der kriegt ja auch nur Rückstoß-Kombo. Sehr gut. Also los. Jetzt auf damit. Alles klar, Fortnite? Die machen aber auch Schaden. Ah, es sind alle da. Zweimal sogar. Das sind definitiv zu viele von uns. Okay, dann... ich kann da aber nicht wirklich groß was machen. Deswegen würde ich sie jetzt einfach, würde ich jetzt eher erstmal heilen. Ah, ich hab genau das Richtige. Okay. Hier, Heilung. Ja. Oh mein Gott, nicht so voll Krieg. Durchatmen, Wonder Twink. So, was mache ich jetzt? Damit kriege ich den Down. Ja gut, dann machen wir erstmal den hier down, würde ich jetzt mal meinen. Gut. Zeig keine Schwäche. Die sind aber auch nervige. Ist das echt ein ganzes Kostüm, Super Craig? Wir haben viel weniger Zeit. Finger weg von meinem Craig! So. Okay, ultimative Kraft ist bereit. Das hilft. Das hilft sehr. Hm, wie macht man das? Blöd ist halt das. An das Original komme ich aber auch nicht ran. Machen wir es mal so. So, die sind down. So, okay, ultimativer Finisher von ihm und der macht jetzt erstmal ordentlich Schaden. Ist jetzt gerade das Beste, glaube ich, was ich machen kann. Alter! So. Das hat jetzt geholfen. Da sind die schon mal down. Das sind so viele. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Super Craig glaubt an dich. Also glaub an ihn. Okay. Machen wir es so. Oder kann ich ihn, ja, kann ich. Sehr gut. Einfrieren. Okay. Ist du das noch auf? Alter, mach mal halblang. Jetzt aber schnell. Sehr gut. Und dann kann ich ihn damit umbringen. Geilo! Sehr gut. Okay. Oh, scheiße. Tapfer gekämpft, Kamerad. Ich werde dich rächen. Machen des dunklen Hofes hilft mir, diese Arschlöcher zu besiegen. Du bist ein starker Gegner, Vergangenes Ich, aber du wirst fallen. Selbst mit deinen Wachen schaffst du uns nicht. Wow, Vergangenheits-Kyle hat so ein cooles Kostüm. Was ist passiert? Hey! Okay, den Hochjuden-Elf müssen wir als nächstes umklatschen. Lang lebe König Saftsack! Alter! Los! Ein bisschen unangenehm ist mir das ja.
Okay. So, du da unten machst erstmal nichts. Es ist ganz gut, wenn ich welche einfriere, dass sie keinen Schaden machen. Ich glaube, das ist schon mal ganz gut so. Zur Abwechslung bin ich mal nicht derjenige, dem schwummrig ist. Okay. Wenn wir unsere früheren Ichs besiegen, verändern wir dann die Zukunft? Vielleicht erzeugen wir eine neue Timeline. Da können wir uns bitte auf eine Regel so einigen und dabei bleiben? Ja. Okay, Kenny. So ja, du kannst halt damit jetzt richtig geil Schaden machen. Los. Geil. Leg dich nie mit unsterblichen Viertklässlern an. Echt düster, Alter. So. Dann will ich allerdings eine große Menge. Zack. Eine kolossale Menge. Sehr gut. Dann machen wir das so. Hashtag Lebensrettung. Okay, der ist jetzt erstmal geheilt. Das ist gut. Unsere Laseraugen. Will ich ihn? Nein. Ich nehm's lieber beim König her. Schnauze jetzt! Kannst du nicht irgendwie mit deinem Kürzen ausweichen oder so? Doch, könnte ich, aber ich wollte es für den König hernehmen. Der kommt nämlich jetzt. Die Freedom Pals werden sie. So. Okay. Ich habe versagt. Oh Mann, das packe ich schon. Wir kämpfen an deiner Seite, mein Herr. Oh, hey. Wir sind zurück. Okay. Das wird jetzt nicht alles, wird es alles nicht ganz so einfach. Schön, mit dir zusammen zu arbeiten. Will ich es erstmal so? Ja, weil dann bringe ich ihn zum Bluten auch noch. Ich glaube, das mache ich jetzt erstmal. Massiven Schaden auf den König. Ich glaube, das ist gerade das Beste, was ich machen kann. Hoffe ich. So. Er besiegt unseren König nicht. Und ich bin unsichtbar. Das hilft auch noch. So, bei dir habe ich keinen Bock, dass du jetzt was machst und dass du ein paar Gefolgsleute holst. Da habe ich gerade gar keinen Bock drauf. Ich hab's doch gesehen, dass du das schon wieder machen wolltest. Deswegen jetzt erstmal ordentlich Schaden für dich. So. Okay. Ansteckungszeit. Moskito. Hol mal. Ich glaube, der hilft uns da jetzt ordentlich. Aber erstmal ein bisschen mehr Schaden. So, Classy. Oh yeah, Classy, hilf uns mal bitte. Ah, danke. Ja, Bitch, du bist tot. Okay. Diese Kampfregeln sind äußerst unkonventionell. Naja, eure JRPG-Regeln sind einfach überholt. Ach, keine Sorge, so. Das poste ich nicht. Okay. So, ja, Mysterion ist dran. Ich glaube, so könnte ich beiden einfach... Ja, das ist doch schon mal sehr gut. Der erste ist down. Unsere Überlebenschance beträgt 90,6%. Sehr schön. Ja, da macht er jetzt mal ein Schild. Oh Mann, bin ich dran? So. Wer ist denn als nächstes? Der Paladin wäre dran. Aber ich will, dass der König nicht drankommt. Kleine Erfrischung. Okay. Ich bin mehr Heiler als Kämpfer, Leute, obwohl ich beides kann. Mikroaggression. Schlag ihn. Immer noch eine Mikroaggression und... Wumms. Wunderbar. Was ist der Gnädige? So. Fühlt sich gar nicht gnädig. Der ist eingefroren, das ist gut so. So, und hier kann ich jetzt mal ordentlich... So. Alle mal zum Bluten bringen. Darauf trinke ich. Okay. Ich nehme meine Blutprobe. Alter, mach mal halblang. Wie machen wir das jetzt?
glaube, ich heile mich mal. Ja. Heilung kann ich gerade echt gut gebrauchen. Derweil in der Ruhmeshalle der allerbesten Freunde. Aber der Part ist auch schon wieder ewig vorbei, aber ich will den Part noch. Ich will den noch. Ich will die unbedingt noch besiegen. Und ich krieg das hin. So. Okay, jetzt sind erstmal alle wieder geheilt. Und die ultimative Kraft ist bereit. Das ist auch gut. Ich bin drin. Okay. Angriff! Wieder auf die Beine, Arschboy. Gut. Was wäre jetzt der ultimative... Ach, er bringt sich damit um, oder was? Ist jetzt aber nicht so toll, dass er sich damit umbringt. Wobei er halt doch ordentlich Schaden macht. Mach mal. Er opfert sich. So. Das war jetzt erstmal ordentlich Schaden. Okay. Wie mache ich das? Paladin Butters wäre jetzt auch dran. Und bom 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 bom. Auch wenn ich das nicht wirklich will, dass der jetzt dran ist. So würde er drauf gehen. Sehr gut. Für Valhalla. Okay. Okay, jetzt ist Butters auf jeden Fall auch da und das hilft. Das hilft, das hilft, das hilft. Bomben los! Weil der würde dann nur heilen oder irgendwie sowas, keine Ahnung, da hätte ich irgendwie keinen Bock drauf, muss ich sagen. Sehr gut. Ach, jetzt ist der König leider dran. Der macht aber auch Schaden. Aber sollten alle tanken. Ich will jetzt nach Hause. Okay. Ob Freedom Pal oder Coon Friend, ich finde dich cool. Ah, und somit schlüpft der König. Sehr schön. Lang lebe der König. Ein trauriges, aber logisches Ende für alle Feinde der Freedom Pal. Okay, das hilft. Ich glaube, jetzt müsste der Kampf auch gewonnen sein, oder? Sie haben den König besiegt, Rückzug! Ja. Oh scheiße, der König wurde besiegt. Scheiße, ich bin weg hier. Ui. Oh, Schattenkleister! Okay, der wäre besiegt. Halt, hier könnt ihr nicht durch. Das ist Lava. Wir haben keine Zeit für den Scheiß. Wie macht er das? Regeln. Jesus, habt ihr das gesehen? Hi Kinder, Eric ist in seinem Zimmer. Leute, ich bin wegen euch in der Zeit zurückgereist. Wir müssen eine Katze finden, um... Halt, wieso spielt ihr schon Superhelden? Wir wissen, was du vorhast, Fettarsch! Mysterion? Du bist doch ein Freedom Pal. Wir sind alle Freedom Pals. Wir sind aus der Zukunft, du Arschloch! Nein, ich bin aus der Zukunft. Ich bin hier, um euch zu holen. Keine Spielchen mehr. Wir wissen alles. Zeig deine linke Hand her. Meine linke Hand? Wie Zeig uns deine linke Hand! Ha. Hallo, Freedom Pals. Zeitreisen. Lästiger Scheiß. Connor, was zur Hölle machst du hier? Ich wollte den neuen benutzen, um zu bekommen, was ich immer wollte. Aber ein paar Penner sind anscheinend durch die Zeit gereist, um mich aufzuhalten. Cartman, ich schwöre dir, wenn du mit dem Scheiß nicht aufhörst... Macht aber nichts, denn ich weiß noch immer was, das ihr nicht wisst. Und zwar? Wie man mit einem Schlag in den Solarplexus einen Superforce auslöst. Herr! Nein, Connor! Nein. Ah, zurück durch die Zeit. Zeit zu schwach. Nicht schwach, es ist Kohl. Okay. Wo sind wir jetzt, Connor? In der Zeit, in der ein Superheld geboren wurde. Erkennst du diesen Ort, Neuer? Ein kleines Kind, das im Bett liegt und nicht schlafen kann. Was wollen die hier? Neuer?
Das ist jene Nacht, in der dein Dad deine Mom fickte. Du gingst zum Spiegel. Tu ihn das nicht an. Das wollte er doch immer. Seine Vergangenheit umschreiben. Oh, oh. Du hörtest deine Mom schreien und gingst auf den Flur. Bleib hier. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Klar kannst du das. Sieh nach. Okay, wir werden die Vergangenheit ändern. Und werden vielleicht meinen Dad daran hindern, meine Mom zu ficken. Er möchte nicht in der Vergangenheit leben. Irgendwann geht danach. Werde ich ja wohl müssen. Ich würde mal sagen, meine Freunde, beim nächsten Mal, der Part ist eh schon viel zu lang, machen wir dann hier weiter und werden unseren Dad daran hindern, dieses schreckliche Vergehen zu tun, dass er unsere Mom fickt. Also gut, Leute, das war dem Let's Play South Park, die rektakuläre Zerreißprobe für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ich habe alle Zeit der Welt in der Vergangenheit. Ciao.